Hey Leute, willkommen zurück zu Bloodborne, die Old Hunters. Oh, hört ihr das Knarzen überall? Knirschen und Knarzen? Wir sind in dieser Experimentierhalle gelandet. Ah, ich weiß jetzt, wo die Köpfe abgeblieben sind. Die sind in diesen Säcken gelandet. Was hat ihr gemacht? Wollt ihr die Köpfe irgendwie autark gestalten, dass die selber rum... flabbeln können und machen, was wir wollen? Oh Mann. Ich wette, die hätten mich jetzt angegriffen. Ein vergrößerter Kopf. Okay. Ist das ein nutzbares Item oder was? Ist ja geil. Ist bestimmt ein Schlüssel-Item, oder? Nein. Hä? Ist das... Warte mal. Das ist bestimmt was zum Aufsetzen. Dann lache ich ja. Nein. Haben wir es denn? Es ist auf jeden Fall nicht alphabetisch. Ach du Scheiße. Der vergrößerte Kopf eines Patienten der Kathedrale mit einer Öffnung, die zufällig auf einen menschlichen Kopf... Oh. Ja geil, wo ist mein Kabel? Oh nee, da ist es. Nein, ist nicht. Ich habe 10.000 Kabel hier rumliegen. Ich lese gleich weiter. Entschuldigt. Wo ist das dumme Kabel? Kabelchen. Da haben wir es, glaube ich, oder? Warte. Ja, der vergrößerte Kopf eines Patienten der Kathedrale mit einer Öffnung, die zufällig auf einen menschlichen Kopf passt. Ihn anzuprobieren wäre jedoch Wahnsinn. Ach, wie gut, dass ich das nicht jetzt mache. Wer es aber trotzdem tut, sollte genau auf das klebrige Geräusch achten. Tropf, Tropf, wie Wasser, das langsam aber stetig aus den Tiefen nach oben sickert. Alles klar. Köstlich. So, ja, ich zieh ihn mal an. Ihr kennt mich doch. Ich muss das machen. Flabbel. Geil. Ah. Oh ja, da fallen sie von der Decke. Ich glaube, es hackt. Oh ja, ich krieg direkt wieder Wahnsinn reingedrückt, ne? Natürlich Wahnsinn. Ich meine, was sonst? Wer würde ja nicht wahnsinnig werden, wenn ihnen ein übergroßer Kopf anfällt? Ein deformierter, ekelhafter Kopf. Was ist da? Kannst du nur wahnsinnig werden. Hier, ich glaube aber, das war's, wenn ich mal die Fackel raus. Ist so, ich weiß, es ist voll dunkel, ne? Und YouTube macht's natürlich auch wieder dunkler. Das ist kacke. Das ist echt kacke. Hoffentlich kommt da nicht öfter mal diese Flüssigkeit wieder rausgespratzelt. Fährst du mich nach unten oder nach oben? Nach unten wahrscheinlich. Jo. Ey, habt ihr das gesehen? Oi. Ach, das war der andere Aufzug. Na denn. Bin ich denn hier? Labor, vierter Stock. Kann das jetzt sein, dass ich mit denen besser kommunizieren kann, wenn ich diesen riesenhaften Kopf aufhabe oder was? Ist so mies. Man erkennt, glaube ich, auch nicht wirklich. Oder ich habe es nicht erkannt, was für Dinger das sind. Da. Ja, klar, bist du böse. Warte mal. Oh, die hat den Kane. Oder er. Nee. Nein. Ja. Du hast jetzt was mit Giftmessern, du blöde Kuh. Na. Du bist wie die Geister von Janam, weißt du das? Die waren jetzt auch nicht unbedingt so krass. Ja, na gut.
Die haben das immer gemacht. Schlagen, ausweichen. So könnte man die ganz leicht besiegen und sowas eben im Endeffekt auch irgendwie. Oh Gott. Nein. Tut mir leid, Tropf, Tropf. Hirnflüssigkeit. Ah, alles klar. Na gut, dann haben wir es jetzt. Tut mir echt leid, ich habe das Vieh getötet. Und da unten war ich auch noch nicht. Lady Maria, I'm a Robin. Will I ever curl up and become an egg? What say you? Lady Maria. Lady Maria, say something. Anything. Lady Maria, I'm a Robin. Will I ever... Okay, du bist ein Rotkehlchen. Ja, ja. Schaut mal, ich muss die Plattform wahrscheinlich da oben hindrehen, dass ich da durch die Tür komme. Ich find's so geil, ne? Ich find das so geil, das Gebiet. Das ist einfach der Wahnsinn. Wahrscheinlich muss ich ganz unten vom Zentrum aus irgendwas in Gang setzen und da oben geht's auch noch weiter. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Auf jeden Fall die mittlere Plattform kann ich bestimmt drehen und dann komme ich weiter hier. Oh je. Nope, da springe ich nicht runter. Stimmt, aber von hier komme ich irgendwo anders wieder runter. Da hat das noch eine Treppe. Upsala. Warte, kann ich jetzt mit euch besser reden? Oh, Lady Mary, say. Oh, say. Ja, das sind schon arme Kreaturen, ne? Aber ich habe ja die Hirnflüssigkeit. Von daher kann ich die jetzt diesem Ding bringen da unten. Das sind halt alles Dinge für mich mittlerweile. Das sind alles irgendwelche armen Dinger. Und da sind wir jetzt wieder im Erdgeschoss, glaube ich, oder? Oder ziemlich weit unten zumindest wieder. Du wolltest Hirnflüssigkeit, habe ich gehört. Please, I need brain fluid. Ja. Oh, thank you. You're terribly kind. Oh Gott. Oh, it's wonderful. Oh, I hear the sticky sound. Do you hear it too? Oh, I know. Will you have my blood as thanks? I'll have you know, I was once a blood saint too. That makes me happy, but I cannot move. Look, on my right arm, I'm sorry to trouble you, but you don't mind, do you? Adeline's Blut? Adeline. Blut, das Adeline entnommen wurde, einer Patientin der Forschungshalle, erneuert GP und regeneriert dann weiterhin eine Zeit lang GP. Adeline war ursprünglich eine der Blutheiligen, die von der Kirche behandelt wurde, um würdiges Blut zu entwickeln. Adeline war eine der wenigen Fälle, die vorteilhaft ausging. Okay. Vorteilhaft. Ja, weiß ja nicht. Das ist wirklich so vorteilhaft. Oh Gott, eine Ratte. Die Ratte. Komm her, du Ratte, ich will die Wart. Ich will die Wart. Ha, ich muss wohl irgendwie diese Säule drehen. Aber fragt mich jetzt nicht wie. Das ist immer noch gesperrt. Hey Kumpel, bist du immer noch bekloppt? As someone, I am hit. So pale. As someone, I am hit. So pale. Nee, ich will nicht einfach sinnlos NPCs töten, das ist irgendwie... Wie kann ich diese Säule drehen? Wie? Bäh. Der kriecht halt echt die ganze Zeit rum, es ist so krank. Muss doch funktionieren, da muss irgendwo ein Hebel sein, oder ich habe ihn schon längst übersehen. Hallo, da hat's noch ein bisschen, ne? Das ist gut. Let's dance. Okay.
Ich höre sie immer noch rumschreien da oben. Bah! Ekelhaft. Was macht ihr denn da? Was ist der große böse Moxu? Ich glaube, das könnte keine gute Idee sein, was ich hier tue. Ach ne, das wart ja ihr, die da rumgeschrien haben. Kill me. Soll ich den töten? Irgendwie tut er mir ein bisschen leid. So ein klein bisschen, ne? Ich will mir vorerst noch das Item hier holen. Vielleicht komme ich dann darüber auf die Plattform, wo ich noch nicht war, wenn ich das schaffe, darüber zu springen. Ah, ich tue mir nur weh, ich weiß es, aber... Wow, das war ganz knapp. Nochmal. Vielleicht ein ganz kleines Stückchen später abspringen. Auf jeden Fall ist das machbar. Auf jeden Fall. Nein. Ach man, jetzt brauche ich hier meine Blutechos. Meine Blutviolen. Es dauert so lange. Es dauert so lange. Ich will nicht so lange warten. Ich will am liebsten gleich wieder springen. So, komm, zack. Quick load, quick save. Whip. Ey, komm schon. Das geht nicht. Das geht, glaube ich, nicht. Ich muss auf anderem Wege. Ah, ich töte ihn mal. Tut mir leid, Kumpel. Aber du wolltest es. Okay. Der ist in das Bett gefallen. Oh Gott, das ist doch... Das ist doch nicht steril hier. Ich könnte doch keine Versuche machen. Oh. Da fallen sie schon runter, die Jungs. Die Lungs. Ich dachte, das grüne Licht ist so ein Hinweis auf ein Geheimnis. Naja. Ha. Suspekt. Nee, ich sag euch, irgendwo an der Säule hier muss ein Schalter sein, womit ich das Ding drehen kann. Da muss ich auch hin, auf diese Station hier, die mittlere. Das, wie gesagt, das wäre alles ganz einfach, hätte ich den blöden Sprung geschafft, aber... Das will ja nicht. So, da waren die Aufzüge. Ich fahre jetzt nochmal ganz hoch einfach. Ich habe sonst keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Habe ich ganz oben vielleicht was noch nicht untersucht? Oder vielleicht da unten doch mal runterspringen? Weil die Tür ist ja dann zu, da müsste ich von hier runterspringen und das will ich nicht. Ach warte, ich hab noch eine Idee. Hm. Machen wir gleich, aber... Auch wieder nichts. Kein Schalter und nichts. Kein Hebel. Irgendwas grunzt da schon wieder. Irgendwas Böses, ne? Ach, hier war ich ja auch noch nicht. Guck mal. Oh. Au. Au, nein. Nein! Los, nicht sterben jetzt. Du Clown. So nicht, Freundchen, so nicht. Warmer Dunstblutedelstein. Ich weiß leider gar nicht, was dieser Präfix immer bedeutet. Aber in der Regel sind es immer irgendwelche ganz besonderen Eigenschaften. Zum Beispiel Stärke skaliert besser oder Geschicklichkeit oder macht mehr Stichschaden, mehr stumpfen Schaden. Oh je. Noch Ratten. Ey, wenn jetzt hier irgendwas einstürzt, ne, dann kriege ich einen Anfall. Ah. Ihr dummen Krähen. Wie viele sind da noch? Oh Gott, dieses Knarzen überall, das ist furchtbar. Was war das jetzt? Ganz normale große Einsicht oder großartige Weisheit? Na gut. Dachte eben schon. Aha. Ah, da kann ich das bestimmt drehen, das Teil. Oder? Ja, ich kann es hier drehen. Geil.
Es ist schon hier oben die Rade. Du blöde Rade. Geht nur von hier, ne? Das ist geil, endlich. Oh, jetzt werden ja ganz neue Bereiche hier verfügbar. Na, guck mal. Achso, ich drehe es nicht, ich fahre es lediglich von oben nach unten. Na dann. Ja, da sind wieder diese Köpfe, guck mal. Flabbelkopf. Ich mach's aber erst nochmal runter, weil... Oh, Entschuldigung. Gib mir das Blitzsplash. Armes Teil. Have you heard how curiously the sea churns? Like a storm, but like the rain, only gentle, like dripping water. It bellows from deep inside of me. Here it comes, up through my inside, but gently, like little droplets. Have you heard like it, but gently? Die ist total krank. Oh, ich krieg die ganze Zeit Blutechos. Schön. Irgendwas stürzt sich hier immer in den Tod. Das ist eine Leiter. Nee. Nee. Geht die da? Wow. Wow. Ist aber schnell, der junge Mann. Nee, erstmal nicht. Wie der da rumrennt. Ich habe ihn eben schon gesehen, aber ich habe mich gewundert, was das ist. Du Scheibenkleister. Na, Cray. Oh, toll. Cray. Ey, dieses Ding, das macht mir ein bisschen Angst, wie es da rumrennt. Hallo? Es geht gar nicht mehr runter. Na, fantastisch. Hässliche. Führung. Ach so, ich dachte das. Close. And you too will hear the sound of water. Aha. Listen close. Ist wunderschön. Geht's hier noch irgendwo weiter? Ist das eine Tür oder? Nein. Nein. Wahrscheinlich muss ich jetzt wieder ganz rauf irgendwie, obwohl es gar nicht mehr möglich ist, wie es scheint. Ist da noch was? Nö. Was ist alles hoch hier? Guck mal da runter. Ich komme ganz von unten. Ganz von unten. Da, wo das Wasser ist. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was das für ein hoher Turm sein muss. Ach, okay, das ist die Leiter. Na dann. Na, wo bist du, du Arsch? Hat sie jetzt wieder hier in Flüssigkeit für mich? Da ist eine Truhe. Oh, eine Truhe. Oh Gott. Du bist so der Flinke. Der Flinkmeier bist du. Eine Truhe und ganz viele Krähen wieder. Hässlichen. Ekelhaften seid ihr. Was ist das denn? Eine Kurbel, die nicht funktioniert. Ein Feinschlag, Dunstblut-Edelstein. Aha. Ist das aber fein. Irgendwelche Lastenkräne. Oder beziehungsweise, ja, Flaschenzüge. Old Sweden. Na gut, jetzt können wir jetzt... Können wir jetzt ja hier rüber. Durch diese Tür gehen. Aber es ist noch zu früh. Wenn ihr mich fragt. War keine Absicht. Mhm. Darüber will ich noch. Auf dieses geheime Plateau. Das Gute ist, ich habe alles hier getötet. Ich muss also nicht nochmal groß reine machen. Achso, das waren die ganzen Köpfe. Na gut. Achso, warte mal. Ich guck mal noch die Glyphe an, die ich bekommen habe. Also beziehungsweise die Runen. Führung war es, ne? Führung. Ah gut, das habe ich ja schon bekommen von Ludwig. Diese große Rune der Führung. Ja.
Habe ich gleich wieder rausgepackt, weil ich fand sie nicht so gut, so nützlich. Ich meine, ich arbeite nicht sehr viel mit diesem Wiedergewinnungskram. Oh, guck mal. Na, schleimig Schleim. Lady Maria? Du bist ein Rotkehlchen. Kra, kra, ich bin Rotkehlchen. Ah, Maria. Lady Maria, ich bin ein Rotkehlchen. Whoops. Bobs. Ach nee, jetzt bin ich ja schon wieder hier, oder? Nee, ist was anderes. Bitte nicht sterben jetzt. Oh Gott, das war knapp. Ja, ein bisschen. Ich muss eh nochmal zurück in den Traum und mir Blutviolen holen. Blutviolen holen. Hoffentlich bleibt das alles auch so, weil ich da... Kannst du reden? Ein Lochschild. Was? Bist du eigentlich bekloppt oder so? Ein Lochschild? Ernsthaft? Wir bekommen wieder ein Schild? Der ist aber in der Offhand. Also wie auch das Holzschild. Ein handwerklicher, mit blauem Glas gefertigter Schild wurde ursprünglich zum Schutz des Vorsitzenden einer heiligen Zeremonie der Heilenden Kirche genutzt und später an Grabsucher weitergegeben, insbesondere an jene, die das Labyrinth von Ists erkunden wollten. Das Blau ist nach einem See gestaltet und der Schild verringert alle Formen nicht körperlichen Schadens. Ah, cool. Das ist ja nice. Oh, jetzt sind die überall frei hier, die Viecher. Guck mal. Oh Gott. Wie so kleine Würmer. Komme ich da durch jetzt? Oh Leute, ich würde sagen, das wird mal nächstes Mal raus. Ich gehe mal zurück. Werd noch ein bisschen was ausgeben an Blutechos und dann geht's schon bald weiter. Ich danke euch fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal mit Bloodborne The Old Hunters. So war's.